Ladies and Gentlemen, woran liegt es, dass Sie einfach nicht weiterkommen? Wieso ist Ihr amerikanischer Traum auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt worden? Politik der platten Sprüche. Dieser Mann kommt an. Lieber! Bob Roberts, Fox-Singer, Geschäftsmann, Kandidat für den Senatorenposten. Ein Wahlkampf ohne Argumente. Die Politik der Emotionen, davon versteht er sehr viel. Hier handelt es sich um einen Mann, der die Person und den Geist eines Revolutionärs angenommen und völlig ins Gegenteil verkehrt hat. Die Polit-Satire zum Wahljahr 94 von und mit Tim Robbins. Um zu verstehen, wer Bob Roberts wirklich ist, muss man wissen, wer Lucas Hart der Dritte ist. Lucas Hart ebnet für Bob den Weg nach Washington. Er war aktiv in die Iran-Contra-Affäre verwickelt. Das sind vollkommen subversive und überholte Gerüchte. Der geniale Manipulator und seine Riesenshow. So einfach macht man Punkte im ultrarechten Sumpf. Bob Roberts. Dein ist mein ganzes Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So wie die Blume wird, wenn sie nicht dieser Sonnenschein. Ich mag Männer, die keine Fragen stellen. Möchten Sie im Grabbeltisch enden? Das wäre so anders. Und was heißt me encuentras bajo del puente? Das Konzept ist nicht so straff. Sie geben heute Ihr erstes großes Fernsehinterview. Konnte man Rede und Widerrede führen? Macht erotisch. Wie Ars Hitler. Wie geht man mit einer Lady um? Haben Sie mal Haschisch geraucht? Sie haben erstaunlich recherchiert, junger Mann. Danke. Erstaunlich. Heavy hearts making a picture. It doesn't change you. I love him. Live, die 66. Oscarverleihung aus Los Angeles. Montag, 21. März bei Premiere.